Der Abstiegskampf geht weiter und auch heute ist es wieder verdammt knapp. Wir haben gleich viele Angriffe und liegen mit einem Stern hinten und aktuell sind wir auf Platz 7. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich Gas geben und heute mal wieder den einen oder anderen Triple mitnehmen. Wir gehen rein in die Planung. Wir starten auf die Nummer 2 mit einem Queen Charge Recall Super Drachen Hit. Dazu charge ich einmal auf 6 Uhr, ein bisschen Richtung 9 Uhr, einfach um da ein bisschen zu funneln. Recall dann die Queen auf die andere Seite in Richtung Scattershot und gehe einmal mit dem Superdrachen und dem Slammer hier ab durch die Mitte. Backend kommt dann hier noch der King mit dazu und die Gladi dann je nachdem. Und dann hoffen wir, dass das durchgeht. Let's go! So, auch hier gilt wieder nur 4 Heiler, denn 5 können wir nicht recallen. Hatten wir ja, glaube ich, gestern auch schon bei dem Queen Charge Recall Lalo, der ja so überragend durchgegangen ist mit dem Gladi Swag. Den Gladi Swag will ich heute gar nicht. Ich will einfach nur den einen oder anderen Triple mitnehmen. Okay. Zum Glück ist die Queen da jetzt Richtung Luftabwehr gelaufen. Aber scheiße. Wir verlieren trotzdem einen Heiler. Eieieiei. Ah, da habe ich die ein bisschen blöd gesetzt gehabt, scheinbar. Ich dachte, vielleicht kommen wir noch runter bis zu dem X-Bogen. Aber gut, den müssen wir dann wohl oder übel stehen lassen. Dann packen wir die Queen hier einmal ein. Recallen die in die andere Ecke. Diesmal ein bisschen weiter in die Ecke. Vielleicht verlieren wir dann diesmal keinen Heiler. Weiß ich auch, dieses Mal wieder ein bisschen blöd läuft. So ein Scheiß hier. Nimm mal die Luftabwehr mit. Wir haben ja schon keine Loons mehr. Das ist gar nicht gut gerade. Aber naja. It is what it is. Das Pathaus kriegst du raus, genau. Können wir schon mal direkt drüber ragen. Da können wir dann auch mit dazu setzen. Hier brauchen wir dann auch schon mal den Rage. Ich habe eben keinen Headhunter dabei. Ich wusste, irgendwas habe ich vergessen in meiner Armee. Der Headhunter war es wohl. Eieiei. Kann der andere Superdrache noch wieder in die Warden Ability mit rein? Oder der Warden irgendwie ein bisschen nachrücken? Nee, irgendwie nicht. Okay. Okay, dann halt nicht. Oben den King mit dazu. Ey, das sieht gar nicht gut aus, ne? Das sieht überhaupt nicht gut aus. Ich weiß nicht, was da mit meinen Superdrachen passiert ist. Aber die sind auf jeden Fall alle so schnell weggestorben. Heiler habe ich halt auch keine mehr. Dementsprechend. Ja. Boah, das ging ja so schief. Ich glaube, ich weiß, warum ich so selten Queen Charge Superdrachen spiele. Ich bin kein Experte mit der Strategie. Ich dachte wirklich, das würde gut aussehen auf die Base. Und ich glaube, wenn man das clean spielt, ist das auch echt gar nicht so schlecht auf die Base. Aber das war alles andere als clean gespielt. Das war, glaube ich, mein schlechtester Hit, den ich bisher gemacht habe in der CWL. Aber gut, das heißt, wir trippeln den nächsten Hit. Denn das können wir so nicht stehen lassen. Ich hatte auch heute wieder das Problem, dass ich viel zu spät aufgestanden bin und dementsprechend kaum mehr Basen hatte, die ich mir claimen konnte. Hier spielen wir jetzt einfach wieder diesen Standardansatz. Wir plimpen den Scattershot für den CC-Pull, chargen ins Rathaus, den King zum Gegenfunneln bei der Queen und die Hawks dann unten in den Adler rein. Mal schauen, wie gut das hier klappt. Also ich muss unbedingt trippeln, sonst wäre das hier der erste Tag, wo ich ohne Triple rausgehen würde. Und heute ist es auch wieder verdammt wichtig eigentlich. Okay, ich glaube, ich rage das Ganze hier. Ich wollte eigentlich nicht ragen, aber dadurch, dass da der Versuch war, das Ganze zu baiten, ist die Plimp nicht weit genug gekommen. Und ja, der Rage hat sich absolut gar nicht gelohnt, denn ich habe trotzdem kein CC-Pull bekommen. Das heißt, es war nicht nur der Versuch, das Ganze zu baiten. Das Ganze hat auch geklappt. Eieiei. Okay, jetzt kommt die CC so weit raus. Ich muss hier mal ragen.
Die Seapool sollte aber noch okay sein. Ja, gut, das passt schon noch. Ist aber trotzdem ein bisschen kacke, dadurch, dass halt einfach meine Heiler jetzt mitgefrostet werden. Das heißt, ich muss hier gleich mal den. Oh, ich wollte sagen, den Frost investieren, dann dachte ich, ich brauche ihn doch nicht unbedingt. Ja gut, ich hätte ihn gebraucht. Und der Rage wäre, glaube ich, noch nicht nötig gewesen. Das ist hier gerade ein bisschen Panik-Style. Okay, das heißt, wir können jetzt nebenbei schon mal starten. Hier schon mal ein paar Hawks mit dazu. King können wir zünden. Warden zünden. Der Queen müssen wir jetzt einfach schauen, dass sie das Rathaus holt und nicht mehr sonderlich viel investieren. Freezen hier nochmal das Rathaus. Und ansonsten. Ja. Rathaus fällt, oder? Ja, genau. Okay, das ist down. Das heißt, es kann hier trotzdem noch durchgehen. Wir haben noch 40 Sekunden. Die Queen stirbt zwar. Aber wir haben noch die Gladi mit der Fähigkeit. Also hier ist noch gar nichts over. Wir schreiben das Ganze mal noch nicht ab. Das lief hier nicht perfekt. Aber eventuell reicht das Ganze trotzdem noch. Ah, okay, die Gladi wird jetzt von den Luftskellies weggelockt, was verdammt schlecht ist. Ich spiele den Headhunter mal unten mit dazu, einfach, dass die Zeit hier nicht ganz so knapp wird. 20 Sekunden aber noch. Und das heißt, das wird der nächste Triple mit Heini, mit meinem zweiten Account. Und das heißt, wir stehen mit dem noch perfekt. 5 aus 5 ist verdammt stark mit einem Account. Und ich hoffe, das reicht, um den Tag heute endlich zu gewinnen. Wir sehen uns gleich wieder. Letztendlich hat es schon wieder nicht gereicht. Ich bin verdammt enttäuscht. Wieder wegen einem Stern. Und langsam bahnt sich hier der Abstieg an. Ich hoffe, wir schaffen es trotzdem noch irgendwie. Das seht ihr natürlich die nächsten 2 Tage. Lasst gerne ein Abo da. Und wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.